Yeah. Rap is all I have, so I stay up in the lab. I'm glad I found you, I can live without you. Rap is all I have, so I stay up in the lab. What's up? So Leute, servus, neuer Enduro-Vlog. Ich bin jetzt aber bloß kurz am Heiseln, wir treffen uns heute woanders. Ich habe nicht meinen Rucksack letzte Woche vergessen. Ich hole jetzt nur schnell und dann fahre ich schon zu den anderen und dann geht's los. Wird auf jeden Fall geil, Wetter passt. Nicht zu warm, los geht's. Rap is all I have, so I stay up in the lab. I'm glad I found you, I can live without you. Oh, Jai, oh, 80 Euro, die scheiß Dinger. Wen juckt's? So, los geht's, Leute. Alter, los geht's. Ballern. Ballern forever. Also wir haben jetzt gerade die Tour ausgemacht. Ja, alle sind im Ballermodus, man sieht. Wir haben jetzt die Tour ausgemacht. Schauen wir mal, was hier geht. Ballern! Woo! So, jetzt. Feine Herr hat nur ein wenig Angst gefahren, man. Was ist los mit euch, ey? Wir sind ja komplett am Rad dran, oder? Alter, angry. Das ist ein angry man. Strand ist am Rad, Leute. So, wir sind langsam vorbei. Rap is all I have, so I stay up in the lab. I'm glad I found you, I can live without you. Hey Leute, was kann ich euch erzählen? Oh mei. Ja, ich kann euch erzählen, weil ich eigentlich zum Enduro fahren gekommen bin. Weil ich eigentlich nicht von Anfang an Motorradl fahre. Beziehungsweise Enduro fahre und es eigentlich anders angefangen hat. Mal ich von vorne anfangen oder von hinten anfangen. Ich habe damals schon, habe ich auch sogar glaube ich schon mal ein Video gemacht, ob ich eigentlich Mofa, ich bin bloß immer Mofa gefahren, also ich bin eigentlich nie 125er gefahren. Bloß immer, jetzt sind wir schon wieder da. Bloß Mofa gefahren, immer bloß Zündab forever. Und ja, sakra. Ich war schon mal ein Zündab-Fan, war ja schon, sag ich mal, bevor ich 13 war, weil ich habe eigentlich einen Schein schon mit 13 gemacht, ich habe einen frühzeitigen Bulldog-Schlepperführerschein gemacht und da hat man dann automatisch, wenn man 14 war, glaube ich, so war das damals, dann bin ich also sofort mal Mofa gefahren, also Mofa. Und der hat jetzt einen Disput. Oh. Der Mann macht ja da vorne Guide. Oh. Scheint es da ein Disput. Gut sei. Der Mann macht. Der da macht nochmal Guide. Und der regt. Und jetzt macht er mal der da vorne einen Guide. Und weil er wenn aus der Gegend kommt, angeblich. Aber der kennt sie doch nicht so gut aus. Und jetzt kommt da eine Diskussion. So, jetzt haben wir endlich da. Jetzt haben wir endlich da, wo wir ungefähr hier wollten. So, jetzt haben wir den Disput, wer einen Guide macht, abgeklärt. Jetzt fährt wieder der voraus wie immer. Auf den ist es wenigstens Verlass. Also was wollte ich erzählen, genau, ich meine. Weil ich glaube, zu der ganzen Scheiße gekommen bin. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have, so I stay up in the lab. Rap is all I have,
so I stay up in the lab. I'm glad I found you, I can live without you. Ja, letztendlich habe ich, wie gesagt, einen Schlepper, einen Bullockschein gemacht mit 13. Ich glaube, verfrüht kann man den da machen. Und dann habe ich mit 14 Mofa gefahren, der Bergsteiger Zündab. Ich war schon immer vorher schon Zündab-Fan. Habe halt mitgekriegt wie die anderen. Jetzt mal schnell ballern. Ein wenig einen Lenker verloren. Oh, das ist anstrengend, ey. Und ja, ich muss wieder ballern. Fix. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ja, auf jeden Fall war das das erste Mofa mit 14 und fahre ich jetzt zum dritten Mal. Ja. Und bin eigentlich bis 18 immer Mofa gefahren und so, jetzt bin ich wieder da. Gerade haben wir mal GoPro gespackt. Feuer zum 100. Mal an. Ja, Mofa gefahren. Schön mit Zünd ab, bla bla bla, etc. pp. Und dann vom Kumpel haben wir gesagt, die haben schon mal so Quads gehabt, Raptor, so 660er. Waren eigentlich coole Dinge, sind eigentlich coole Dinge. Und da haben wir dann so alte 2000er Husqvarna 610er TE. Da ist der Kickstarter auf der linken Seite drin. Und da bin ich halt damit die Quads gefahren. Da sind an und sich drei Feuerleitungen Quads gehabt. Und ich bin mit der 610er noch. Und das ist ein richtiger Eisenbatzen. Alter Schwede, ey, wo ich da gekotzt. Ob ich da kotzt mit den coolen Anlassern, dann ist das Ding nicht angesprungen. Gott, wenn wir vier Stahl gegenüber heute mit dem Ding. Naja, und dann habe ich mir eben auch so ein Quad gekauft. Also 660er Raptor. Anderer Kumpel hat sich dann noch 700er neu gekauft. Und dann sind wir eigentlich, glaube ich, drei Jahre lang bloß mit den Quads umeinander gefahren. Und auch wirklich so zeig, weil ich jetzt mit der Enduro, das darf ich heute nicht mehr fahren, Range gefahren. Da, wenn du nicht aufgekommen bist, hast du das Quad weggeschmissen. Aber du hast ja nicht das, du hast ja das nicht so auf Zeiten legen können. Weil jetzt das Moped, das Quad, das war die Hölle. Das wäre nicht mehr heute nur vier Stellen, drei hat es mich nicht. Oh, war geil, war geil. Da haben wir fast einmal meinen Hüftknochen gebrochen. Und Schakere. Oh, ist alles rutschig. Naja, und dann ist einfach mal nur ohne Häusel gekommen. Dann ist man aus Häusel gekommen. Naja, und der hat gesagt, ich hol mir jetzt ein Enduro. Der hat sich dann eine neue 16er, ich glaube 16er, das war, über die Husqvarna nur nicht KTM gehört hat. So, da war jetzt ein SWM ist, glaube ich. Ja, genau. So, ich hatte der dann cool, so ein 350er oder was das war, oder 55er. Und ja, ich habe zu dem Ball, ja genau, ich habe ja zudem, zum Quattro habe ich nur 450er, weil ich dann quasi die TE habe ich dann verkauft. Und dann hole ich mir das Moped und habe mir praktisch das Quad gekauft. Und dann spare ich nur Motocross. Ich bin vorher Motocross gefahren. Ich bin an den Motocross auch reingefahren. Alter, ich fahre mich für Zeug. Dann bin ich halt quasi Motocross gefahren.
und mein Quad halt, Enduro. Genau. Und ganz selten mal mit dem Motocross mit Enduro gefahren, aber ganz selten. So hat sich entwickelt. Genau, und dann hat sich immer Kumpel. Dann hat sich immer Kumpel. Alter, von mir umeinander. Dann hat sich ein Kumpel eben der Husqvarna gekauft, die alten, die wir jetzt SWM sind. Ah. Ja, auf jeden Fall ist dann ein anderer Kumpel auch am Schmuck gekommen. Nicht einmal noch ein paar Monate. Und hat sich dann quasi ein Freeride gekauft, der KTM. Gleich ein paar Monate oder Wochen drauf. Dann sind wir irgendwie alle so am Geschmack gekommen. Dann haben wir uns alle von uns Enduro gehabt. Ja, mehr ist euch zu dem Thema nicht zu sagen. Fick dich! Ballern! Ballern! Achtung, jetzt kommt die Pirate Turn Nummer 1. Mal ballern, gell? Jetzt wird's ballern. Ich glaub, da fahr ich nochmal, das war geil. Ballern ist mein Leben. Das war eine schöne Tour heute, muss ich sagen. Schöne Tour. Ja, ich denke, das reicht jetzt mit Ballern nur wenige. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht Ballern noch am Häusl. Ansonsten war es das. Euer Sip vom Häusl. Ciao. Is all I have, so I stay up in the lab. Yeah, yeah, I'm glad I found you. I can live without you. Do I